Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Special Sonderfolge Animation Throwdown. Ich weiß, viele Leute haben genau darauf gewartet. Ob das nach dem Video noch der Fall ist, bin ich gespannt. Wird auf jeden Fall ein heißes Video werden. So, also, ich bin zurück, ja. Und ich habe es ja schon mal in einem anderen Video erwähnt. Hatte bis vergangenen Freitag Mitternacht noch einen wichtigen Auftrag fertigzustellen. War deswegen ziemlich im Stress gewesen und konnte das allerdings punktgenau abliefern. Natürlich haben dann die regelmäßigen Rumbles es uns oder mir nicht wirklich viel leichter gemacht. Aber ihr wisst ja ganz genau, auf den Herrn Gleich könnt ihr euch verlassen. Und der Herr Gleich zieht das mit euch durch, komme was wolle. Natürlich, wenn es jetzt so gewesen wäre, dass ich dann den Auftrag nicht mehr hätte erfüllen können, hätte sogar ich mal eine Auszeit nehmen müssen vom Rumble und dann wäre ich vielleicht einer von denjenigen gewesen, die die Punktzahl nicht erreicht hätten. Ja, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, in dem Fall ist mir meine persönliche Existenz dann wichtiger. So, aber war ja zum Glück nicht so gewesen. So, in der Woche hatte der Herr sofort auch noch Windpocken gehabt. Ich habe mich auch noch bei ihm angesteckt. Zum Glück war es bei uns beiden nicht so schlimm, ja. Aber unangenehm war es trotzdem gewesen. Das kann sich jeder denken, der das schon mal hatte. So. Ja. Dann war der Rumble vorbei. Und ich hatte ja noch diesen Abschlussstream gemacht. Und dann schaue ich in unseren Elite-Gilden-Chat. Und da habe ich gedacht, ich falle vom Glauben ab. Aber lass uns doch einfach mal gemeinsam so ein Stück weit das ganze Revue passieren und mal schauen, was denn, wie denn tatsächlich der Rumble so verlaufen ist, was so alles passiert ist davor und danach. Ja, weil, Übrigens, ich bin auch dabei. Sofort. ich denke mal, dass der ein oder andere sich vielleicht nicht mehr so wirklich daran erinnern kann, wie das gewesen ist. So. Schauen wir doch mal rein, wie was so vor dem Rumble passiert ist. Ja, ich habe hier mal so ein paar Auszüge gemacht von, ja, von Aussagen, die gelaufen sind vor dem, diese. So, also Hero 29 zum Beispiel vor dem Rumble. Ganz ehrlich, das Spiel ist Schrott geworden. Tetsuo 82. Ich habe schon vor ein paar Wochen keine Lust mehr gehabt, gibt einfach kein Vorankommen mehr in diesem Spiel für mich. Spiel schon seit Tagen nur noch die Dailies, Werbung schaue ich schon ewig keine mehr. Pay-to-win-Rules in dem Game und das kotzt mich am meisten an. Wenn man wie Garden Massen an Geld reinsteckt und somit ein für das laufende Event gutes Deck hat, kann man sich messen in den Top-Spielern. Wenn man das nicht macht, rennt man immer nur gegen die Wand und verliert einfach den Spaß. Das ist eine Aussage, die ich voll und ganz nachvollziehen kann. Und da stehe ich auch voll und ganz dahinter. So, gehen wir mal weiter zu den nächsten Aussagen, die da so kamen. So, bei mir ist das auch zu viel geworden in dem Spiel und Lust habe ich auch kaum noch. Es stimmt einfach das Verhältnis der eingesetzten Zeit zu den Belohnungen nicht, macht wirklich keinen Spaß mehr das Spiel. Kann jeden verstehen, der aussteigt. Ich werde jetzt auch aufhören. Hat richtig Spaß gemacht mit euch das halbe Jahr. Haut rein. So, damit hatte sich Tetsuo von dem Spiel abgemeldet. Offiziell. So. Und ganz ehrlich, ich wusste nicht so wirklich, wie ich mit der Situation umgehen sollte. Ich wurde auch von anderen gefragt, wie soll es jetzt weitergehen, wenn Tetsuo aufhört. Ich habe Tetsuo dann auch nochmal angeschrieben gehabt, ob er denn uns wenigstens den Account zur Verfügung stellen kann und so weiter und so fort. Kam kein Feedback mehr. Ich musste bis zum Rumble wusste ich nicht,
ob Tetsuo noch mitmacht. Mich hat es einfach nur gewundert, dass er dann ja, im Spiel immer noch aktiv gewesen ist. Ja, hat immer mal gesehen, ist aktiv. Habe ich mir gedacht, okay, aktiv ist er, will aufhören, was soll ich machen? Soll ich ihn rauswerfen, soll ich ihn nicht rauswerfen? Ich habe keine Ahnung, ob er mitmacht oder nicht mitmacht. Er hat uns ja auch quasi dann im Ungewissen gelassen. So, was anderen vorgeworfen wird, dass sie nicht kommunizieren, kam von ihm zum Beispiel genauso. Ja, gehen wir mal weiter. So, dann hatten wir eine ziemlich bescheidene Phase, 2 Tage vor dem Rumble, weil das Ganze ja doch ziemlich plötzlich kam. Wir hatten ja alle dann nicht damit gerechnet, dass der Rumble diesmal bereits nach 2 Wochen kommen würde, gerade mal ein paar Tage später, nachdem der Rumble vorbei war, hieß es auf einmal, der nächste Rumble soll schon wieder in 8 Tagen beginnen. Davor waren es immer 4 Wochen. Diesmal waren es 2 Wochen. In den 4 Wochen hätte man genügend Zeit gehabt, mal was zu ändern oder sich oder anzupassen. Und auf einmal wurden wir quasi an die Wand gestellt und es hieß, der nächste Rumble steht schon an. 2 Tage vor Rumble-Beginn waren beide Gilden nicht voll gewesen. Zweiter? 2 Tage davor. Na, da haben verdammt viele Leute gefehlt. Dann habe ich den ersten Aufruf gemacht, eine Gildeneinladung. Und dann kamen erstmal ein paar Leute, aber hauptsächlich in Gilde 2. In Gilde 1 fehlten immer noch Leute. Dann war noch 1 Stunde bis Rumble-Beginn. Und wir hatten die Gilde immer noch nicht voll. Kam einfach niemand mehr nach. Und ich glaube, auch dieser Verlauf hier zeigt eigentlich, dass unter manchen Mitspielern auch ein klein wenig Panik ausgebrochen war, genauso wie bei mir. Ja, ich habe mir dann im Nachhinein gedacht, scheiße, ich muss jetzt bald weg. Hab da jetzt eh kaum noch Einfluss drauf. Ich habe alles gemacht, was ich konnte, hat noch ein zweites Einladungsvideo gemacht an dem Tag. Und es sah zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht gut aus, weil auch noch ein paar Spieler inaktiv gewesen sind, von denen ich aber auch irgendwie, ich hatte die Hoffnung, dass wir da noch irgendwas gerockt kriegen. Der Alexander NOH-Account beispielsweise war von Puschel, der zweite Account. Leider hat er keinen Zugriff mehr drauf bekommen. Ich habe mich mit Puschel selbst in Verbindung gesetzt und habe mich davon überzeugt, dass es tatsächlich so war, dass man diesen Account, der war überschrieben. Ja, und ich habe bei Kongregate nachgefragt. Die haben dann auch noch mal mehrere Tage gebraucht, um darauf zu antworten, um mir dann mitzuteilen, dass sie mir keine weitere Information mehr geben, was das anbelangt, sondern da müsste er sich selbst drum kümmern. Ich hatte ihm dann noch eine E-Mail geschickt, dass er, also mit diesem Verlauf, dass er da selbst das Ticket übernehmen kann. Also ich habe versucht zu tun, was ging. Und gucken wir uns mal den Verlauf hier vorher nochmal an. Zur Not die Gilde öffnen und beten, dass einer kommt, der Bock hat. Beten, dass einer kommt, der Bock hat. Das zeigt doch schon, dass da schon ein klein wenig Verzweiflung war. Die Gilde ist schon seit gestern offen, habe ich dann gesagt, weil so war es auch. Ich hatte bereits einen Tag davor die Gilde geöffnet und da kam nichts mehr. Dann vielleicht doch zur Not 2 Cups runter. Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Vorhin bin ich runter auf 12, meinst jetzt auf 10? Selbst da war ich der Meinung, dass es ein bisschen wenig wäre. Ja, besser so, als dass wir zu wenige sind. Keine Ahnung, wie die anderen das sehen. War Statement von Daitron. Gehen wir mal rüber zur nächsten Seite. So. So. Ich, Intelligenz, ich werde auch genau deswegen immer weiterspielen. Die Gilde muss bestehen bleiben. Brownie, das macht ja Spaß. Intelligenz, dadurch kommt bei mir der Spaß, Brownie, nur es nervt einfach, dass mit der Congregate-Politik. Darauf habe ich geantwortet, ihr seid auch momentan meine größte Motivation, echt so coole Leute hier kennengelernt zu haben mit euch.
Intelligenz, du legst dich ja auch echt ins Zeug, sodass aus der Gilde noch was wird. Brownie, ja gleich, aber wenn alle mit Animation Slowdown aufhören, machst du doch noch YouTube. Wenn ja, werde ich dich immer weiter gucken. Umso interessanter ist der spätere Verlauf dann noch, was da auch von Brownie so kam. Intelligenz, schade, dass Congregate so einen Scheiß macht. Ich werde Spieler wie Tetsuo und Apsu vermissen. Zwar direkt vor dem Rumble. Ihr seht, auch zu dem Zeitpunkt war noch nicht klar, dass Tetsuo mitmacht. Apsu haben wir versucht, irgendwie in irgendeiner Form noch zu informieren. Apsu kam ja damals mit Herr Bausen und Dietronic zu uns und die waren ja eigentlich ganz gut befreundet. Ich hatte gehofft, dass sie in irgendeiner Form noch Kontakt zueinander haben. Aber da bestand kein Kontakt mehr. Und deswegen konnten wir auch Apsu dann im Nachhinein nicht mehr in irgendeiner Form aktivieren. Schauen wir mal weiter, was dann passiert ist. Ach, jedes Mal benutze ich jetzt die. So. Dann kam, ich habe dann mal so überlegt, wie wir weitermachen können. Hab dann eine Deckschule mal mit aufgenommen in unseren Line-Chat, in der es darum geht, eben den Schwächeren für den nächsten Rumble auch zu helfen, weil wir wissen eben doch Bescheid, welche Kombos sich lohnen, welche Karten ganz gut sind, was man damit machen kann. Also ich versuche nach wie vor aus der Gilde zu machen, was geht. Daraufhin hatte Garden erstmal spaßeshalber gesagt, dass er zuerst mich mit meinem Deck aufnehmen möchte. Ja, das fand ich auch noch witzig. Was ich weniger witzig fand, war dann Tetsuos Kommentar. Herr Gleich braucht auf jeden Fall Deckschule, der spielt immer noch denselben Rotz wie die ganze Zeit. Ein bunt zusammengewürfeltes Deck, das auf Hoffen und Bangen basiert. Ich weiß schon, warum er nicht in den Secret Fight Club geht. So, das lassen wir mal einen Moment auf uns wirken, das Statement. Also ganz ehrlich dazu, ja, sehr, sehr interessant, dass ich mit meinem Rotz, den ich da so spiele, dich zweimal in Folge First Hit schlagen konnte. Dann kann mein Rotz ja gar nicht mal so schlecht sein, den ich da spiele, oder? Was meinst du? Ist er auch nicht. Ich verliere manchmal sogar mit Leute losgehen gleich. Tja, aber für Tetsuo ist das ja Rotz, was ich spiele. Das stimmt nicht. Also in Wirklichkeit stimmt das nicht, dass der halt gleich nur Rot spielt. Also dafür, dass ich ein Free-to-Play-Spieler bin, Hast du ein extrem starkes denke Deck? ich mal, ist mein Deck ziemlich stark. Nicht umsonst bin ich in Gilde 2 Platz 1 geworden, was jetzt nicht so viel bedeutet für den ersten Account, aber mit dem ersten Account immerhin noch Platz 6 in Gilde 1. Und ich behaupte mal, wenn ich vorher schon angefangen hätte, mein Deck nochmal nachzuoptimieren, was ich dann erst mitten im Rumble gemacht habe, weil ich vorher auch wieder dafür nicht so wirklich die Zeit hatte, mir darüber Gedanken zu machen, wie ich jetzt am besten, was ich am besten rausschmeiße und wie ich es am besten umbaue und was ich in die zwei in ein defensives und in ein offensives Deck reinnehme, dann wäre es wahrscheinlich noch anders da ausgegangen als nur Platz 6. So, dann gehen wir mal weiter. Dann hatte ich gedacht, oh, Tetsuo hat irgendwie plötzlich einen Lichtblick. Das, was Garden mit Geld macht, machst du mit deiner Zeit. Werdet euch mal klar darüber, dass es nur eins von sehr vielen Spielen ist, mit denen man sich seine Zeit vertreibt. Jeder, wie er will. Aber ich würde da nicht allzu viel Energie reinstecken, weil ein riesengroßer Teil solche Spiele 1 bis 3 Monate intensiv spielt und danach die Lust verliert und nur noch ab und zu und wenn überhaupt mal startet. Die Aussage fand ich gut und habe gedacht, oh, was ist jetzt auf einmal mit Tetsuo los? Derjenige, der in einer Tour Leistung, 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 Leistung fordert, ja, und ja, 16K Helme,
haben wollte und so weiter und so fort, sagt auf einmal, dass es nur ein Spiel ist, in das man nicht allzu viel Energie reinstecken sollte. Fand ich interessant. So, aber gehen wir mal weiter. Was passiert? Dann war der Rumble vorbei und Nero, das mache ich dir nicht zum Vorwurf, Nero, ganz ehrlich nicht, also um Gottes Willen. Nero läutete dann eine interessante neue Runde ein, die dann in einen interessanten Höhepunkt gipfelte, aber da gehen wir mal durch. Nero, jetzt wird es interessant, gehen wir den Weg, den wir schon einmal abgestimmt haben mit dem Punkteminimum, das waren diese 13.700 Helme, die wir angesprochen haben, was heißen würde, dass es viele Verluste gibt oder wird neu debattiert. Kann mir gut vorstellen, dass jeder von euch, der da jetzt in der sogenannten Elite-Gilde war oder ist, oder eventuell auch nicht ist, oder wie auch immer, oder bleiben will, oder nicht mehr bleiben will, oder keine Ahnung was, ich weiß es nicht, dass ihr euch gedacht habt, verdammt nochmal, wir haben doch schon abgestimmt, und jetzt sagt der Herr gleich, nach diesem Rumble-Verlauf, oh, komm mal, ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige Entscheidung war mit 13.700 Helmen. Aber gehen wir mal jetzt durch, was darauf kam. Unknown, also Stacy, meinte, das bedeutet den Verlust von 31 Leuten. Das ist meiner Meinung nach zu viel. Und da muss ich sagen, da stehe ich voll und ganz hinter Stacy. Ich finde auch, das ist zu viel. Ja. So, Gilde 2, Rest in Peace und die Energie bitte in Gilde 1. So, also Garden fordert, dass Gilde 2 geschlossen wird und dass nur noch Gilde 1 die volle Energie bekommt. Daraufhin Ceci die Energie, Garden Zeit zum Beispiel. Ceci, das wären 3 Leute, darunter her sofort mit 5 Cups. Damit meinte er dann, wer aus Gilde 2 noch nachkommen könnte. Aber es war nie, stand nie zur Debatte, dass mein zweiter Account oder der zweite Account von Herrn Sofort aus Gilde 2 in Gilde 1 kommt. Habe ich niemals in irgendeiner Form gesagt. Im Gegenteil, ich habe gesagt, dass beide Accounts definitiv immer in Gilde 2 bleiben werden und dort Support geben werden. Unter anderem eben auch, um da in den Chat mit reinschauen zu können und so weiter. Ja. Und zu schauen, wie sich denn die anderen überhaupt schlagen. Ich kann ja nur wissen, wer in Gilde 2 wirklich was bewegt, wenn ich auch drin bin. Also alles andere ist ja völliger Nonsens. Ja, was mich mit einer zweiten Gilde, die ich aufgemacht habe, damit die Schwächeren von den Stärkeren getrennt werden, weil die Stärkeren unbedingt unter sich bleiben wollten und sich über Schwächeren beschwert haben, und dass man schauen kann, wer von den Schwächeren eben die Möglichkeit bekommt oder sich auch wirklich einsetzt. Weil wir haben ja gesagt, was bringt mir das, wenn ich schon jemanden habe mit 15 Arena-Cups oder sowas, der nichts macht? Ja, da habe ich doch lieber jemanden mit 11, 12 Cups, der auch wirklich aktiv ist. Ja. So. Ich kann es nicht an den Arena-Cups bemessen, ob jemand im Rumble sich anstrengen wird oder nicht. Das ist eine Charaktersache. Nee, kann man auch nicht, weil ich habe zum Beispiel auch mit 13 Cups. Aber habe auch bei jedem Rumble immer. Du zählst aber nach der Bewertung mancher Leute auch zu den Schwachen, die zu wenig Punkte bringen. Ja. So. Dann gehen wir mal weiter. Brownie Garden schaut sich schon nach einer neuen Gilde um, wenn die hier nicht mehr existiert. Garden so ungefähr. Persönlich werde ich aber manche Sachen nicht mitmachen. Brownie, wie meinst du das? Meinst du so Challenges? Garden, als wir noch eine Gilde hatten, war der Spaß deutlich höher. Und das ist nicht nur, oder das ist nicht das Spiel, sondern die Qualität von den YouTube-Videos und das Zusammenwachsen der Gilde. Tja, das lasse ich mal so auf mich sacken.
Gehen wir mal weiter. Das hat ihm dann selbst, ist ihm dann selbst aufgefallen, dass das ziemlich scheiße war. Sorry, das ist jetzt hart gegenüber dem Herrn Gleich, war sein nächstes Statement. Hat er sich noch Gedanken drüber gemacht. Über das, was später kam. Nero XD, meiner Meinung nach, hat das Einführen des Rumbles mehr Negatives als Positives gebracht. Nero, dieses Statement unterstreiche ich voll und ganz, habe ich selbst auch schon gesagt. Ja. Das habe ich sogar, glaube ich, schon mehrfach gesagt, ja, dass ich der Meinung bin, dass der Rumble uns mehr geschadet hat, als das, was er uns gebracht hat. Guter Mann. So, gehen wir mal weiter. Garden überhaupt nicht, wir wurden immer besser und besser. Ceci, ich finde die Idee des Rumbles sehr gut, genauso wie das Konzept. Dankeschön, Ceci. Brownie ist so, überleg mal, früher waren wir irgendwas mit Platz 1000, jetzt 188. Da waren die 188 noch gut. Ja, noch. Bei diesem Statement um 22.31 Uhr. Schauen wir mal, wie der Verlauf weiter ist. Garden, dann kam Gilde 2 und schon den Leuten und meinte dann, und um den Leuten gerecht zu werden, hat unserem Zugpferd 4 lahme Beine beschert. Auch das Statement lasse ich jetzt erstmal so dastehen. Ja. Okay. So, jetzt fängt es an, sehr spannend und interessant zu werden. Der Reiz, ein Teil von uns und Herrn Gleich seinem YouTube zu sein, ist weg, weil jeder Fanboy hier reinkommt. Das stimmt nicht. Auch da musste ich erstmal tief durchatmen und hätte am liebsten mein Tablet quer durch die Wand gestampft, ja, als ich das gelesen habe. Ich finde es eine bodenlose Frechheit, mir sowas hier durchlesen zu dürfen. Ja. Aber gut, wenn das seine Meinung ist, dass der Reiz für ihn weg ist, Teil von uns und meinem YouTube zu sein, Garden, dann für dich stehen alle anderen Gilden offen. Du kannst zu jeder anderen Gilde gehen. Weil jeder Fanboy hier reinkommt. Das kann ja nicht stimmen, weil es sind 50 Plätze. So. Ja, das ist erste Mal so. Zweitens, welchen Fanboy habe ich denn deiner Meinung nach, also wer ist denn deiner Meinung nach hier jeder Fanboy, den ich reingelassen habe? Also wäre echt mal sehr, sehr interessant. Wäre echt mal sehr, sehr interessant zu wissen, wer für dich die Fanboys sind, weil meiner Meinung nach besteht die Gilde zum Großteil aus Fanboys, wie du sie nennst. Ja. Sind die meisten. Aber gehen wir mal weiter. Ganz klar, Erfolg kommt von Führung. Das heißt also, meine schwache Führung ist daran schuld, dass wir nur Platz 188 geworden sind. Ist ja total schlecht, gell? Das ist ein super schlechtes Ergebnis. 188, Platz 188 ist... Boah, kann ich mir gefallen lassen. Muss mindestens Platz 10 sein. Tja. Ja, jeder Fanboy kann einfach rein, meint Brownie. Wo denn? Welcher Fanboy konnte denn einfach rein, bevor wir dann zum Schluss jetzt hier die Gilden geöffnet haben? Welcher Fanboy konnte einfach rein? Ich habe die Leute erstmal in Gilde 2 reingeholt, dann mussten sie ihre Leistung bringen und dann haben wir die Leute, wenn sie die Leistung gebracht haben, in Gilde 1 gebracht. Welcher Fanboy konnte hier einfach rein? Gibt es eigentlich von Top-Gilden so eine Gilde 2? Meinst du, Tetsuo oder ich würden uns mit Entschuldigung oder Ausreden rumärgern? Das ist eure Sache. Finde das auch total schlecht. Deswegen wurde ja gesagt, Gilde 2 für Schwache und Gilde 1 für Erfolg. Ja. Brownie. Und was ich auch dumm finde, ist, dass zum Beispiel jemand schreibt in Herrn Gleich, Livestream kann ich in die Gilde und der wird meistens reingelassen, ohne zu überlegen. Wer? Brownie, wer? Wen habe ich? Wer hat mich im Livestream angeschrieben?
kann ich in die Gilde und wurde dann gleich reingelassen. Wann und wer soll das jetzt bei den letzten Rumbles gewesen sein, seitdem die zweite Gilde da ist? Sag es mir bitte. Ja. Alle, die ich, denen ich gesagt habe, ja, ihr könnt rein in Gilde 2, habe ich gesagt. Ja. Von Gilde 1 kannst du vergessen. Kannst dich gerne nochmal überzeugen. Ja, in Gilde 1 kam sonst keiner mehr erstmal rein. Und die, dass ich Dirtblock zum Beispiel noch reingenommen habe, oder auch deinen Freund, den Ivoban. Ja, das ist ja dein Kumpel gewesen. Ja. So, der erste war in Gilde 2 musste. Dann haben wir zum Schluss die Leute nicht mehr zusammenbekommen. Und dann hieß es, ja, können wir den Ivoban nicht wieder in Gilde 1 reinholen. Und dann habe ich ihn wieder in Gilde 1 mit reingenommen. Es war dein Kumpel, nicht meine. Ist nicht mein Fanboy gewesen. Ja? Ohne so, dann geht's weiter. Tetsuo, ohne Diskussion, ob man jetzt die Punkte runterschrauben soll, ist absurd. Die sollte eher weiter hochgeschraubt werden. Okay. Finde 13.700 lächerlich für etwas, das ich Elite nennen will. Na, Moment, also, Moment. Lass mich das bitte klären. So, der Begriff Elite-Gilde. Der kam nicht von mir. Der Begriff Elite-Gilde stand plötzlich da, als die Line-Gruppe gegründet wurde. Genauso wie der Begriff Sofort- und Gleich-Army. Kam auch nicht von mir. Ich war bei Sofort- und Gleich-Army erstmal geschockt, muss ich sagen, damals, weil kurz davor noch jemand die Gilden verlassen hat, beziehungsweise die Gilde verlassen hat, der gesagt hat, ihm wird das Ganze hier zu militant. Und dann lese ich Sofort und Gleich Army, okay, ich fand es zwar cool auf der einen Seite, auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, oh mein Gott, uns verlässt jemand, der sagt, das wird zu militant und dann heißt die Gilde auch noch Sofort und Gleich Army. Und das andere war auf einmal eine Elite-Gilde. Und jeder, der von Anfang an mit dabei ist, und das bist auch du, Tetsuo, ja, jemand, der von Anfang an mit dabei ist, weiß, dass ich diese Gilden oder die erste Gilde gegründet habe, um erstmal zu zeigen, dass man auch als Free-to-Play-Player gut sein kann. Auch wenn du der Meinung bist, dass ich nur Bots spiele. Ja. Und zum anderen, als Ausgleich für solche Gilden wie die von Kelly Sauer, Diretide und Co., die tatsächlich nur die Stärksten aufnehmen, und bei denen die Schwachen keine Chance haben. Ich bin der Meinung, das Spiel hat nur eine Chance zu überleben, wenn auch die Schwächeren in irgendeiner Form ihre Chance bekommen und nicht nur die Starken. So wie du es vorher geschrieben hast, was bringt das, wenn es nur die Pay-to-Win-Spieler gibt? Ja, dann geht das Spiel den Bach runter. Derselben Meinung bin ich ja zu dem Zeitpunkt auch gewesen, als ich das gelesen habe von dir. Und ich sehe es so, wenn das Spiel überhaupt noch in irgendeiner Form eine Chance haben soll, dann darf es nicht nur Pay-to-Win-Spieler geben, sondern da müssen auch die Free-to-Play-Player eine Chance haben, in irgendeiner Form was zu erreichen. Und denen wollte ich immer in irgendeiner Form auch eine Plattform bieten. Deswegen mache ich auch meine Hilfevideos und dafür ist die Unterstützung da und dies und jenes. Deswegen gehe ich auch auf die Kleinen ein. Und nicht nur auf die Großen. Und so war ich mein Leben lang eigentlich schon gewesen. Ja. Ich habe eigentlich immer mein Leben lang schon den Schwachen geholfen. Ja. Und stand hinter den Schwachen oder vor den Schwachen, sagen wir es mal so. Die Starken brauchen meine Hilfe nicht. Die kommen selbst mit ihrem Leben ganz gut zurecht. Ja. Und so sehe ich das in dem Spiel hier genauso. So, dann geht's mal weiter. Ceci, meinst du, wir finden 31 weitere Leute? Brownie, das Problem ist, wie wollen wir eine Top-Gilde werden, wenn die meisten eh nicht angreifen oder weniger als 13.700 holen? Das Problem war nicht die, die weniger als 13.700 Punkte geholt haben. Das Problem waren 5 Leute, die gar nichts, 5 Accounts, die null gemacht haben oder nichts machen konnten. Darunter eben dieser eine Alexander NOH Account, dafür mache ich Puschel gar keinen Vorwurf. Ja.
Da kann er nichts dafür. Und ich habe es selbst, wie gesagt, ich habe es ausprobiert. Ging nicht. Wir haben versucht, was zu retten. Ging nicht. Das Problem war zum Beispiel ein Hero 29, ja, der uns mitten im Rumble plötzlich sagt, er hat keinen Bock mehr und hört auf. Das Problem war ein Apsu, ja, der vorher einer der Besten gewesen ist, Platz 3, und auf einmal nichts mehr gemacht hat. Ja. Das war unser Problem. Wir haben die meisten Matches, die wir verloren haben, aber ganz knapp verloren. Er hat ein einziger aktiver Account gefehlt, um das Ding zu gewinnen. Und nicht Leute, die weniger als 13.700 Helme geholt haben, sondern das war unser Problem. 5 Accounts, von denen gar nichts kam. Ich habe nichts, Nero, ich habe nichts gesagt von runterschrauben, nur welchen Kurs, welche Veränderungen wir jetzt vornehmen. Garden, Herr Gleich, kann gerne Anlaufpunkt sein, aber die Entscheidungen müssen fallen jetzt. Weil die Motivation von allen hier sinkt oder schon am Boden ist. So, nun das Problem, dass wenn das jetzt noch höher angesetzt wird. Ich meine, wir können ja keine Gilde aus 10 Leuten machen. Ich meine, wir müssen ja wenigstens wirklich Leute haben, egal wie viele Punkte sie haben. Wir brauchen Leute, die was machen. Ne? Ich meine, so wie es der Herr Gleich auch schon gesagt hat, es liegt nicht an den Leuten, die unter 13.700 Punkte geholt haben, die dann den 5 Accounts, die nichts geholt haben. Ja. Und ja, also die Grenze sollte aber auch wirklich nicht höher gesetzt werden, weil das wäre schon ein bisschen zu krass. Aber da gehe ich später dann auch nochmal drauf ein. So, Brownie, ich hoffe, dass der Ivo-Bahn das nicht liest. Dein Kumpel. Ich bin ehrlich, es interessiert mich nicht, ob mein Freund drin ist. Muss er halt woanders hin, ist ein Spiel, das nenne ich nicht Elite-Gilde. Normal sind Elite-Gilden 15k bis 17k. Brownie, ja, ganz ehrlich, glaubst du, dass du, wenn du in einer Elite-Gilde wärst, ja, und dann gegen Dire-Tide oder sowas kämpfen müsstest, dass du noch 15 bis 17k erreichen würdest? Ich glaube das nicht. Ganz ehrlich, das ist jetzt nicht irgendwie in irgendeiner Form bösartig gemeint von mir, sondern es ist einfach eine Tatsache. Wenn ich lese von Alex, ja, dass die, wenn sie gegen Dire Tide kämpfen, mit der kompletten Besatzung, ja, gerade mal 20.000 Helme zusammenbekommen, ja, was bedeutet in etwa, dass sie alle, und das sind richtig krasse Spieler, so im Niveau alle von Ted und Garden, ja, dass die gerade mal mit Ach und Krach im Schnitt 400 bis 500 Helme hinbekommen haben beim Kampf. Möchtest du 15 bis 17k erreichen bei solchen Matches? Wow. Wäre ich gespannt drauf. Brownie, die in Gilde 1 kommen, prüfen ich und Herr Gleich im Aufnahmeraum. Ja, den haben wir ursprünglich gemacht, aber der ist ja momentan überflüssig, weil ich sollte ja die Gilden aufmachen. Also habe ich mir schon gar nicht mehr die Mühe gemacht, sie überhaupt zu schließen. Na, nach dem, was ich hier gelesen habe. Brownie, ach so, Tetsuo, so sehe ich das auch. 16k sollten auf jeden Fall drin sein. Das zeigt, dass man stark und aktiv zugleich ist. Stopp. Ich habe bei jedem Rumble aktiv mitgemacht und habe keinen 16k ja, erreicht. Du bist halt nicht stark, so wie Tetsuo das sagt. Super. Ja, das ist, man, so steht es da. Entweder, dass man stark und aktiv zugleich ist. Wenn du bei jedem Rumble mitgemacht hast, dann warst du zwar aktiv, aber bist nicht stark. So, das ist die Punkt genau, das Statement, so wie es da steht. Dafür bedanke ich mich. Ich meine, man muss natürlich dazu sagen, stark, wir haben immer unterschiedliche Ansichten von stark. Stark sind wir beide nicht. Stark bin ich auch nicht, weil stark ist für mich ein Garden, aber das ist dann auch schon alles bei uns in der Gilde. Wir haben, wobei, nein, wir machen es anders. Der Garden ist sehr stark, es gibt ein paar starke und dann gibt es halt normale Spieler und ich zähle mich zu den etwas überdurchschnittlich stärkeren normalen Spielern. Ich zähle mich weder zu den starken, auch wenn ich den 6. Platz noch geholt habe, noch zu den sehr starken. Ich bin einfach so realistisch, ja. So, dann kommt das nächste Garden. Bektash ist das beste Beispiel. Der springt in Gilde 2 nur so hoch, wie er soll und hat jetzt auf einmal Ansprüche. Ich lach mich tot.
Gaden, ihr habt selbst mit mir zusammen diese 13.700 Helme-Grenze festgelegt. Es war eine Gemeinschaftsentscheidung gewesen. So. Bektasch hat Scheiße gebaut, ja. Das weiß er selbst aber auch, das habe ich ihm auch gesagt. Aus dem Grund habe ich ihn aus Line entfernt, also aus dem Chat zumindest entfernt. Aus der Gilde ist er selbst rausgegangen. Danach hat er gebittelt und gebettelt, wieder rein zu dürfen. Und ich habe ihn erstmal ein paar Tage lang, ich habe ihn wirklich ein paar Tage lang ignoriert. Ja, so, aber ich habe mir gedacht, dann weißt du, Garden, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich bin auch ein Mensch, der früher teilweise Scheiße gebaut hat. Und Bektasch ist noch jung, ist ein Jugendlicher. Und in dem Alter macht man eben manchmal Sachen, die nicht so klug sind und unüberlegt sind. Man entwickelt ja erst noch seinen Charakter. So. Und ich mir gedacht, okay, Bektasch muss mir versprechen, dass er sich dran hält, dass er keinen mehr beleidigt und dass er eben Vollgas gibt und dass er in Gilde 2 startet. Aber da müssen für ihn genau die gleichen Regeln gelten, wie auch für alle anderen. Ich kann nicht sagen, so, ich mache 13.700 Helme und dann sage ich bei Bektasch, nee, leck mich am Arsch, du kriegst so nett. Was soll das? Und bei Bektasch ist es nun mal so ähnlich, sage ich mal, wie es jetzt bei dem Herrn Sofort war. Der hat tatsächlich mit Ach und Krach diese Helmgrenze erreicht. Es ist nicht so, dass er gerade so hochgegangen ist, wie es verlangt war. Ich habe einen Tag davor, bevor der Rumble fertig war, habe ich mir seine Punktzahl angeguckt und habe dann festgestellt, oh, Bektasch, er hat mir jeden Tag, hat er mir Bericht erstattet, ja, dass er aktiv ist und dass er macht und tut. Ja, ganz stolz, weil dass er sich durchkämpft und dass er es erreichen will. Ja. Einen Tag, bevor der Rumble vorbei ist, sehe ich seine Punktezahl und denke mir, oh, jetzt wird es aber eng. Da muss er jetzt wirklich nochmal voll durchziehen, um überhaupt diese Grenze zu erreichen. Und wenn es dumm gelaufen wäre und wenn irgendeiner der Gegner zum Schluss nochmal richtig stark gewesen wäre, hätte er das mit Sicherheit nicht geschafft. Er hat es aber geschafft. Und das ist für mich in der Situation erstmal das, was zählt. Ja. Er hat eine zweite Chance bekommen. Und er hat sie genutzt. Er hat die Punktezahl erreicht, wenn auch nur mit Ach und Krach. Und dann soll ich hingehen und soll ihm sagen, April, April, Bektasch, ist schön, ich habe dir die zweite Chance gegeben. Ich habe gesagt, wenn du die Punktezahl erreichst, dann bist du weiter. Und dann sage ich, Bektasch, tut mir leid, aber die anderen wollen das nicht. Die sagen zwar 13.700 Helme, aber es ist denen eigentlich auch völlig wurscht, die wollen dich nicht haben. Ja. Was ist denn das? Ja, was... Also ganz ehrlich, ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Ja? Ihr seid erwachsen. Ja? Ihr seid erwachsene Leute, die mitten im Leben stehen, die auch beruflich gut dastehen und so weiter. Und dann kommt ein Bektasch, der meiner Meinung nach eben jemand ist, der seinen Weg eben noch finden muss. Ja? Und dann trittst du dem so in den Arsch und sagst hier, sorry Bektasch, du hast genau das gemacht, was ich eigentlich von dir erwartet habe, aber es interessiert mich nicht mehr. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Das mache ich nicht. Und das werde ich nie tun. Niemals. Ja. Überleg dir einfach mal. Es gibt, weißt du, es gibt immer Situationen im Leben, wo du dir Gedanken drüber machst. Oder ihr vielleicht nicht, ich weiß nicht. Also ich mache das. Ich mache das von Zeit zu Zeit. Auch wenn ich mal mit dem Herrn sofort mal eine Auseinandersetzung habe oder so. Und man ist öfters mal unterschiedlicher Meinung. Ja? Aber dann ist es manchmal gar nicht so schlecht, sich einfach mal hinzusetzen, mal einen Moment lang nachzudenken, was ist richtig und was ist falsch. Ja? Ist das, was ich tue, richtig oder ist das, was ich tue, gerade im Moment völlig deplatziert? Und es kommt immer mal wieder vor, dass ich dann auch feststelle,
Eigentlich war ich jetzt ungerecht zu ihm gewesen. Ja. Und dann sage ich das auch. Und dann stehe ich auch dazu. Ja. Das gehört für mich einfach dazu. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg, ja, wie man mit Heranwachsenden umgehen sollte. Auf der anderen Seite kann ich schon sehr streng sein, auch wenn Tetsuo der Meinung ist, ich bin zu weich. Ja. Aber der Herr sofort weiß, dass ich sehr konsequent sein kann. Auch ein Petrogeli weiß das. Der kennt mich ja persönlich. Dass du konsequent sein kannst, niemals bist. Du bist konsequent. Du kannst nicht nur konsequent sein, du bist konsequent. Ja. Wenn du was sagst, machst du das auch. Ja? Du sagst nicht irgendwas und machst es hinterher nicht. Ja, und das kann teilweise manchmal auch falsch sein, aber was ich sage, mache ich. So. Brownie, ich hätte eigentlich 16 bis 17k, aber habe zwei Rumble verpasst, weil mir persönlich die Motivation fehlte. Also selbst Brownie hat bei zwei Rumbles nicht mitgemacht wegen fehlender Motivation, aber urteilt über andere. Um ehrlich zu sein, 13.700 sind doch trotzdem über 15 Leute weg. Da sind 31 Leute weg, oder? Dann brauchen wir ja wieder mehr Leute, 31 sogar. Tetsuo, aber das sind nun mal alles Schwache oder halt mit vielen fehlenden Kämpfen. Garden, ich kenne nur 15 aktiv und der Rest wechselt sich doch mit Ausreden ab. Also alle anderen Gildenmitglieder, die das lesen, werden sich freuen. So ein Statement. Es richtet sich an, scheinbar dann an alle, die eben nicht in der Top 15 sind. Ihr habt nur Ausreden. So. Tetsuo, Herr Gleich mag jeden, das ist eines seiner Schwächen, deswegen trennt er sich nur ungern von jemandem. Tetsuo, ganz ehrlich, wenn das eine meiner Schwächen sein sollte, und ich mag nicht jeden, ja, aber wenn das eine meiner Schwächen sein sollte, dann bin ich schuldig und dann bin ich gerne schwach, aber ich glaube, es ist eher eine Schwäche, wenn man nur auf Ergebnisse, Leistung und Erfolg abzielt und alles andere Persönliche einem scheißegal ist. Das ist für mich Schwäche. Und das ist unser großes Problem in der heutigen Zeit. Ja. In den Firmen laufen Leute rum, und du machst auch deinen Meister gerade, ja. In Firmen laufen Leute rum, sitzen in irgendwelchen Chefpositionen, die nicht einmal die Namen ihrer Mitarbeiter kennen. Ja, für die sind die Mitarbeiter irgendwelche austauschbaren Nummern. Was ist das? Ich finde es extrem schwach, wenn man genau so eben über andere urteilt, nur noch nach der Leistung geht, nach den Ergebnissen. Und ich denke, in der heutigen Zeit ist nur noch Leistungsprinzip, in der Schule ist nur noch das Leistungsprinzip, auf der Arbeit ist nur noch das Leistungsprinzip, im Sport ist nur noch das Leistungsprinzip, überall nur noch Leistung, 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 Leistung. Das macht die Menschen krank. Und ja, ich bin auch jemand, muss ich ganz ehrlich sagen, der Leistung verlangt. Von mir selbst. Aber das ist mein eigenes Problem. Wenn ich Leistung von mir verlange, ist das mein eigenes Problem. Und die Leistung, die ich im Sport vom Herrn sofort verlange, das ist auch nur aus dem Grund, weil ich ihn vorher schon gefragt habe, willst du das wirklich? Es ist nicht so, dass ich ihn dazu zwinge und sage, du musst jetzt aber das und das, sondern ich habe ihn gefragt, du kannst. Du bist gut, willst du? Weil wenn du willst, dann wird's hart. Wenn du nicht willst, dann spielst du locker, dann machst es dir leicht.
Das ist kein Problem. Ja. Also insofern, als Coach von meinem eigenen Sohn bin ich auch hart. Aber auch nur, weil er das eigentlich auch selbst so möchte. Und wenn man dann hinterher gewinnt, ist das toll. Ja. Und wenn man nach vorne kommt, ist es noch viel geiler. So. Und wenn nicht, dann ist es halt so. Dann ist man nicht stark genug gewesen. Fertig. So. Dann hat man, dann guckt man sich an, warum etwas schiefgelaufen ist, und dann arbeitet man daran. Brownie, genau das ist das Problem. Also nochmal, um darauf zurückzukommen, meine Schwäche, dass ich jeden mag, ist genau das Problem, dass wir nur Platz 188 geworden sind. Herr Gleich muss mal härter rangehen, wenn wir eine Elite sein wollen. Nochmal auf den Begriff Gilde 1. Dann meinte Sesi zwischendrin, das ist jetzt hier nicht mit drin, dass er eben da zu gutmütig manchmal ist. Und dann meinte Brownie, ich gar nicht, ich kann schlimm sein. Garden, das mögen ist ja auch gut, aber für die Gilde, und dass er Videos mit einem anderen Format zeigen kann, nicht sehr förderlich. Brownie, ja, er kann die ja mögen, ist ja nicht schlimm. Garden, ich mag viele von euch, ich auch. Und ich übrigens auch. Sonst würde ich das Ganze nicht machen. So, Tetsuo, deswegen wurde doch auch Gilde 2 aufgemacht, um diese ganzen Fanboys, um nochmal diesen tollen Begriff hier, ist geil, der Begriff ist geil, die ganzen Fanboys aufzunehmen, aber in Gilde 1 haben die nichts verloren. Nochmal, Tetsuo, nimm alle Fanboys raus aus Gilde 1, dann stehst du bald alleine da. So, Garden, weil ich mit euch kommuniziere, aber es gibt auch genug, die einfach nur Randfiguren sind, und ob die da sind oder nicht, fällt eh nicht auf. Ich wünsche den Randfiguren jetzt gerade mal einen schönen Abend, falls sie das hier mitbekommen. So, Brownie nervt. Ja, diese Fanboys kommen in Gilde 1 und machen nichts, sind nur Fans vom Herrn Gleich. Nur Fans vom Herrn Gleich. Ich denke mal, dass also alle aus der Gilde ein Fan von uns ist. Sonst würden sie ja wirklich in die Gilde reinkommen. Nein, manche interessiert es nicht wirklich. Das hatte Daitronic ja auch schon geschrieben, wobei ich dieses Statement von Daitronic ja nicht mal schlimm fand. Er hat es ja dann später nochmal erklärt, wie er das gemeint hat. Aber das ist geil. Vor allem Brownie, weißt du? Brownie, der bei jedem Livestream dabei ist, ja. Mir vorher, ich habe euch ja vorher noch den Kommentar mit hinzugefügt. Falls alle mit Animation Throwdown aufhören, ob ich denn dann noch weiter YouTube-Videos mache, weil er wird mich dann immer gucken. Gerade Brownie schreibt, ja, diese Fanboys kommen in Gilde 1 und machen nichts und sind nur Fans von Herrn Gleich. Also bist du quasi kein Fan von mir. Später wird er die Aussage noch revidieren, kommen wir noch drauf. So, dann kommt der nächste Oberknaller, weil sie ihm Zucker in den Arsch blasen. Aber die Leistung ist für den Arsch. Wir schauen dann später nochmal deinen letzten Kommentar an. Also gar nicht, Brownie bläst den gleich Zucker im Arsch. Macht viel Sinn. Tja, nö. Jetzt denkt euch mal alle, wie seid ihr denn überhaupt auf die Gilde gekommen? Garden und Tetsuo waren am Anfang schon, glaube ich, mit dabei. Und durch wen? Nö, einfach weil die... Nein, die sind einfach so schon in die Gilde reingekommen. Ich glaube nicht, dass sie über YouTube kamen, sondern irgendwie zufällig, denke ich mal. So, aber interessant. Also dieses Statement, weil sie ihm Zucker in den Arsch blasen. Dieses Statement... Auf das möchte ich später nochmal zurückkommen, wenn man seinen allerletzten Kommentar liest, nachdem ich mein Statement im Elite-Gilden-Chat geschrieben hatte. Weil da bläst mir nämlich Garden Zucker in den Arsch. Ja. Und da soll ich dich dann anders behandeln als andere? Da erwartest du von mir, dass ich dein Statement höher ansetze als das von anderen? Wow.
Tetsuo, Gilde 1 wurde gemacht, weil ich und ein paar andere angepisst waren, dass wir erfolgreicher sein könnten und werden wollten. Brownie, guck doch mal, Gilde 2 hat Mal 1 überholt und das nur, weil die Fanboys in Gilde 1 nicht angreifen. Brownie, lest dir dein Statement nochmal durch und suche nach dem Fehler. In Gilde 2 sind keine Fanboys. Und in Gilde 2 haben viele Leute nicht angegriffen. Ja. Also Gilde 2 hat Gilde 1 überholt wegen seiner Fanboys, weil die Fanboys in Gilde 1 nicht angegriffen haben. Ja. Klingt extrem logisch. Extrem. Geil. Macht sehr viel Sinn. Die Logik. So, dann habe ich mein Statement dazu abgegeben. In Line-Chat erstmal so grob, dass ich halt extrem sauer bin, was man, glaube ich, auch jetzt nach diesen Statements hier nachvollziehen kann. Also wer das nicht nachvollziehen kann, der sollte mir bitte einen Gefallen tun und sofort die Gilde verlassen. Ja. Und sich eine neue Gilde suchen, weil die Leute, die hinter diesen Statements stehen und dann sagen, ja, das ist richtig, wow. Ach, im Übrigen, wie viele Gilden zum Beispiel der Petro Geli vorher gesehen hat, die, wow, keine Ahnung, 40 von 50 Leuten inaktiv waren. 5 Tage, 6 Tage. Das hat damit aber nicht viel zu tun. Doch. So. Herr Bausen, wir reden von hier, fand das mit den Fanboys auch falsch, denn das ist doch der Weg, um an Leute zu kommen. Ja, Herr Bausen. Richtig, Dankeschön. Ja. Und gerade Herr Bausen ist für mich auch jemand, der, als er damals kam, brachte er Dytronic und Absu mit. Und ihr wart echt, also ihr seid nach wie vor, du und Dytronic, ihr seid ein saustarkes Team. Und ihr wart eine absolute Bereicherung für unsere Gilde. Und ich finde, Herr Bausen kam auch über YouTube, das schreibt er ja hier selbst auch, also das schreibt er, glaube ich, erst später, das sieht man hier noch nicht. Ja, passt. Garden, es tut mir leid. Achso, jetzt kommt plötzlich, gehen wir nochmal zurück zu dem Statement, mir Zucker in den Arsch blasen, richtig, ne? Ja. Es tut mir leid, dass meine Worte dich verletzt haben und ich bin auch nicht gewillt, dir persönlich irgendwas Böses zu wollen. Also die schieben die an. Lest dir bitte nochmal die letzten Kommentare durch, die ich mir durchlesen durfte von dir. Mach es einfach. Und dann überleg dir nochmal, was die hier jetzt gerade... Also was soll ich jetzt da damit anfangen? Ja. Vielleicht täuscht mich ja meine Wahrnehmung mit dem Thema Fanboys. Nur im Moment sehe ich keinen Grund, von meiner Meinung oder Äußerung Abstand zu nehmen. Wenn das vielen zu sehr ein Dorn im Auge ist, habe ich kein Problem damit, mich aus dem Thema zurückzuziehen und eure Entscheidungen zu respektieren. Mhm. Tja, die Fanboys blasen mir nur Zucker in den Arsch. Ja. So, Brownie nervt, ich auch, ich habe zwar nicht viel gesagt, Nein. Schauen wir nochmal die Kommentare durch, Brownie. Wollen wir nochmal den ganzen Chat durchlesen und wollen wir mal deine Aussagen zählen? Aber ich war dafür, auf 10. Aber ich war dafür, ich wusste ja nicht, dass es dich verletzen würde. Ouch. Epic Fail. Ja. Aber sowas von Epic Fail. Ja. Ich dachte zu dem Zeitpunkt nur an Elite. Und das Dumme von mir ist, dass ich ja auch am Anfang ein Fanboy, sage ich mal, war. Bist du das nicht mehr? Ganz ehrlich, Brownie, im letzten Stream warst du auch dabei gewesen, hattest auch deinen Spaß. Bis zuletzt, von Anfang bis Ende warst du dabei und jetzt auf einmal sind alle anderen nur Fanboys und du bist keiner mehr. Na gut, ist schon toll, gell? Interessante. Die einen alle als Fanboys zu bezeichnen, aber selbst, nein. Ja, vor allem, er ist derjenige, der am meisten Spaß hat. Und das weiß er auch selber. Wenn er mal ganz ehrlich zu sich ist, weiß er selbst, dass er am meisten Spaß hat. Ja, aber gut. So, Tetsuo kann zwar nicht mehr nachvollziehen, was ich geschrieben habe, aber ich stehe voll und ganz hinter meinen Aussagen. Tetsuo ist der Einzige,
Der unfehlbare Tetsuo. Ja, der voll und ganz. Er weiß zwar nicht mehr, was er geschrieben hat, aber er steht voll und ganz dahinter. Das sage ich auch immer. Also wenn ich, ja, nicht, wenn ich nicht mehr weiß, was ich geschrieben habe, dann sage ich auf jeden Fall, egal was ich gesagt habe, egal was ich geschrieben habe, ich weiß, ich bin im Recht. Ich hab das ist einfach nur geil. Also sorry, aber das ist sowas von krass, ja. Ich meine, du damit stellst du dich irgendwie dahin als also ich weiß ganz genau, dass ich selbst manchmal Scheiße erzähle, ja, wirklich ohne Mist. Also ja, ich weiß, das macht glaube ich manchmal jeder. Das macht jeder von uns. Jeder von uns erzählt mal Scheiße, ja, ganz ehrlich, ja, aber und dann denke ich auch nochmal drüber nach. Kann es sein, dass ich vielleicht mich irgendwo so ein bisschen, aber mir würde im Traum niemals einfallen zu sagen, ich weiß zwar nicht mehr, was ich gesagt habe, aber ich stehe voll und ganz hinter meinen Aussagen. What the fuck? Das macht auch sehr viel Sinn. Also die Logik von Tetsuo, beste Leben. Nee, das ist einfach, im Endeffekt sagt er damit nichts aus, als dass er unfehlbar ist. Ja, und weil das ist alles, was dieses Statement aussagt. Ich bin unfehlbar. Ich weiß, ich weiß, dass ich, also es gibt dieses schöne Sprichwort von früher, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich weiß aber, ist das Statement, dass alles, was ich sage, immer richtig ist. Nur, ihr müsst alle wissen eigentlich, wenn man jetzt zum Beispiel in die Gilde reinkommt, steht oben Herr Gleich Leader, Herr Gleich Anführer. So, der Herr Gleich steht eigentlich am höchsten Punkt. Ja? Und ohne ihn was zu entscheiden, ist ein kompletter Fehlschlag. Das ist ein Schuss ins Schwarze. Der Schuss ins Schwarze wäre dann richtig. Also, es ist ein Schuss ins Leere. Es wäre ein Schuss ins Leere. Jetzt habe ich es. Es wäre ein kompletter Schuss ins Aus. Und der Herr Gleich steht immer noch über jedem. Ohne ihn was zu machen, in der Gilde, irgendwas zu entscheiden, ist ein Fehlschuss. So, dann gehen wir nochmal weiter. Dann war Intelligenz hat nochmal geschrieben, ich muss ganz ehrlich sagen, dass jetzige Lösung nicht besser ist als zuvorige. Also weil, wie gesagt, wir haben ja dann Gilde, wir haben ja dann die Geist gemacht, haben aber rausgeschmissen und dann Gilde ist ja offen, so wie es ja gefordert wurde. Kamen ein paar Leute rein. Daraufhin Intelligenz. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass jetzige Lösung nicht besser ist als zuvorige. Der Drang war immer, der Gilde zu helfen, da man sich verbunden gefühlt hat und jetzt kann jeder rein. Die meisten kennen dich nicht und sprechen nur Russisch, etc. Das eine ist, ja, hat kyrillischen Schriftnamen, der Andrei. Das geht ja noch, aber ganz ehrlich, denkt ihr, die werden hilfreich sein? Ich denke nur, dass diese Leute keinen Ansporn haben, da sie sich nie in das Gildenleben einfügen können, weil ihnen die Sprache als auch der Wille wahrscheinlich nicht gegeben ist. Vielen Dank, Intelligenz. Das zeigt mir, dass dein Name voll und ganz auf dich zutrifft. Ja. So, ja, es ist wirklich, ich finde, er war mir schon auf YouTube damals. Auch er, Intelligenz, ist ein Fanboy von YouTube. Ja. Ja? Nur mal so am Rande. Ja, und auch er kam über YouTube und er war mir schon von vornherein sehr sympathisch, weil ich da festgestellt habe, ja, mein cleveres Kerlchen. Ja, und da er gehört mit zu denen, die ich auch sehr, sehr gerne in die Gilde aufgenommen habe. Aber jetzt haben wir ja eine offene Gilde und jetzt wird alles besser werden, mit Sicherheit. Mhm. Glaube ich dran, ja. Ich glaube, dass wir jetzt den richtigen Weg gehen. Ja, auf jeden Fall. Herr Bausen, dann fliegen Sie eben wieder, auch ich bin letztlich über die Videos gekommen. So, dann schauen wir uns mal an. Diese fünf sind ja bereits weg. Also Apsu, das sind unsere Problem-Accounts gewesen. Wenn wir die aufgefüllt hätten, hätten wir ganz locker, wären wir in der Top 100 gewesen, hätten wir die anderen Matches gewonnen, gegen die wir verloren haben, bis auf das eine. So, Apsu 66, der vorher Platz 3 war, Master Mick, der uns dann nochmal im Livestream erzählt hat, dass seine erste Freundin, die er hatte, dass die ihm das verboten hat, das Spiel zu spielen, weil sie es gehasst hat. Ja, und deswegen hat er nicht mitgemacht. Alexander NOH, der Account, an den wir nicht mehr rangekommen sind. Hero 29, der uns mitten im Rumble dann gesagt hat, dass er nicht mehr mitmachen wird. Und X-Real, der vorher
eine große, Entschuldigung, dass ich es jetzt mal so sage, eine große Klappe gehabt hat, aber der, also damals über, der kam dann auch über YouTube und er will eine starke, aktive Gilde und was weiß ich und ich will aber nicht nur so Noobs haben und keine Ahnung was und ja. So, das sind unsere. Wie macht man denn das? Weil da unten steht ja zum Beispiel Nullpunkt und da steht. Keine Ahnung, keine Ahnung. So. Wahrscheinlich, weil sie nicht mal mehr drin waren im Spiel, vermute ich mal. So. Dann als nächstes, also nach dieser 13. Ich gehe jetzt, ich will euch nur mal zeigen, was die 13.700er Grenze bedeutet. Aber hier der Hero wäre draußen, Wasser wäre draußen und. Auch da weiß ich, da wurde Kritik geübt, ja, weil ich mich für Wasser nochmal stark gemacht habe. Wasser kam dann da mit einer Erzählung von Japan und diesem und jenem. Und es mag sein, dass das stimmt, ja, aber es wäre halt schön gewesen, wenn Wasser, nachdem ich ihm beim letzten Mal eine Chance gegeben habe, uns wenigstens frühzeitig davon erzählt hätte. Dann hätte er schon gleich in Gilde 2 gehen können. Dann wäre das alles überhaupt kein Problem gewesen. Ja, aber kam ja keine Info und insofern, nein, ich werde keine Rücksicht darauf nehmen. Ja, so wie es mir manche vorwerfen, dass ich zu lieb und zu weich und was weiß ich nicht was bin. In dem Fall, ich gebe jemandem gerne eine Chance. Das richtet sich jetzt auch an Backtash und bei Wasser werde ich es genauso machen. Wasser bekam seine Chance, er hat sie nicht genutzt. Er hat sie nicht genutzt und damit ist er in Gilde 2, Punkt. Michael ist ein neuer Spieler, der dann zum Schluss nochmal in der letzten Stunde vor dem Rumble, wahrscheinlich in allerletzter Minute noch mit reingekommen ist. 3098 Punkte, hat sowieso eigentlich keinen Bezug zu uns gehabt. Fiesen, Moment, ich muss nochmal zurückgehen. Fiesen ist ein bisschen schade. Lo ist ein spezieller Fall, um das zu klären hier. Lo hatte auch aufgehört und als Ceci, dieser Account ist eigentlich schuld daran, dass Ceci leider seine Punkte nicht erreicht hat. Also, nee, er hat sie erreicht. Entschuldigung. Moment, stopp, fail. Ceci hatte seine Punkte noch erreicht, aber er hätte mehr Punkte erreicht, wenn er den Low-Account nicht übernommen hätte. Ja, weil er nämlich danach nicht mehr in seinen eigenen reinkam. So. Also der Low-Account zählt jetzt nicht, weil er momentan von Ceci gespielt wird. Sieh mal, McFreezy, Fishy, Bessie. Bessie war auch eine von denjenigen gewesen, die zum Schluss nochmal reinkamen. Hat aber immerhin 9000 Helme geholt, ja? Ja. Die 9000 Helme haben uns teilweise auch geholfen. Ja. So, Dirtblock, Ivoban, Petrogeli. Und da weiß ich zum Beispiel bei Petrogeli, wie gesagt, das ist ja der Sohn von. Also, Entschuldigung, nicht der Sohn von, das ist ein Freund von meinem Sohn. So rum wollte ich es eigentlich sagen. Und dem hat quasi eigentlich das Genick gebrochen, dass die Zeitumstellung da gewesen ist. Petrogeli hat vorher im letzten Rumble hat er alles mitgemacht. Die waren im Urlaub gewesen, er hat alle drei Rumbles überall mitgemacht. Und diesmal konnte er nach der Zeitumstellung die abendlichen Rumbles nicht mehr machen, weil sie ihm seine Eltern nicht mehr erlaubt haben, nach dieser Uhrzeit nochmal ans Gerät zu gehen. Er hätte es aber getan, das weiß ich. Und wenn diese Zeitumstellung nicht gewesen wäre, hätte er die letzten Rumbles alle mitgemacht. Und dafür verbürge ich mich. Weil ich kenne ihn, ich weiß, wie er drauf ist. Ja. So, Daniel, ob das jetzt gereicht hätte, das ist jetzt die zweite Frage, ob es jetzt gereicht hätte, die 13.700 Helme zu erreichen, das kann ich nicht sagen. Ich weiß aber, dass er nach der Zeitumstellung alle Rumbles, die nach 8.30 Uhr waren, mitgemacht hätte, wenn es ihm seine Eltern nicht verboten hätten. So, Daniel, ich weiß, jetzt werden wieder einige sagen, oh, wieder Ausrede. Ja, nein, das hat nichts mit einer Ausrede zu tun, das ist einfach ein Fakt. Und wenn der nächste Rumble wieder um, was weiß ich, ganz normal beginnt und es gibt nur zweimal eine Zeitumstellung im Jahr, dann hat er die letzten Kämpfe auch mit dabei. So, Daniel, Kimberly, Gambigo, Johnny Bauer, Scaro und Cursiolo. Das wären jetzt diejenigen, die nach den 13.700 Helme-Regeln weg wären. Na, das sind dann insgesamt, lass uns mal kurz rechnen, 22 Leute. Zwei Leute würden aus Gilde 2 hochkommen, wären 20 Leute weg halt aus
der ersten Gilde. Davon 15, also nur noch, weil 5 bereits fort sind. Ich denke mal, das ist eigentlich soweit erstmal in Ordnung, ja. So, müssen wir mal gucken. Aber wenn wir diese 16K-Regelung machen würden, fürs nächste Mal zum Beispiel, ja, die ein Tetsuo zum Beispiel fordert, ja. Ja, dann schauen wir uns mal durch, wer dann noch alles weg wäre. Herr Bausen hätte die 16K auch nicht erreicht, wenn auch nur knapp. Marcel Davis wäre weg, Gamer Guy wäre weg, Geminator wäre weg, WMW wäre weg, wobei bei dem Namen, da breche ich mir eh fast immer die Zunge. Nein, das heißt nicht, dass ich auf ihn verzichten möchte, um Gottes Willen. Er bringt immer seine Leistung. Dein Vater wäre weg, Brauni nervt. Brauni nervt, wäre auch weg. Ja, doch, ja. Ja, ich weiß, sagst ja, du hast zweimal keinen Bock gehabt, ja, weil dir die Motivation fehlte, aber du hast ja auch nicht mal die 15K erreicht, ne? So, Moritz T, Tim G, Mark Oliver 500. Und das hier ist halt auch so ein Ding. Ich weiß, wie gesagt, er hat immer mitgemacht. Und eins kann ich euch sagen. Ja. Ted, Garden, Brownie, whoever, es ist mir scheißegal, ob ihr Platz 1 in diesem Spiel seid, Platz 20 oder Platz 10.000. Ja. Guckt mal auf den Gildennamen. Also für diejenigen, die nicht wissen, wer hinter Mark Oliver 500 steht, das ist der Account von Herrn Sofort. Ja. So, der Gildenname ist Sofort und gleich YouTube. Es ist eine Gilde, die gemacht wurde für Fans von uns. Ja. Eine Gilde mit mir und dem Herrn Sofort und allen anderen, die Bock auf uns haben. Und es wird keine Gilde geben, wo ein Herr Sofort nicht dran beteiligt ist. Und da kannst du dich auf den Kopf stellen und mit den Füßen wackeln. Das wird es nicht geben. Ja, und wer damit nicht zurechtkommt, der darf gerne in eine andere Gilde gehen. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Und wenn die Gilde vom Jahr zum Schluss nur noch aus uns beiden besteht, dann mache ich das Projekt halt dicht. Dann stampfe ich es ein. Ja. Aber ich denke mal, jeder, der halbwegs vernünftig mitdenkt, wird verstehen, warum ich so urteile und warum ich sage, dass ist ein absolutes No-Go. Und wenn ich dann lese, dass dann auch mal so zwischendurch geschrieben wurde, dann muss sich der Herr Sofort halt auch mal anstrengen. Ja. Hier oben. Der Herr Sofort hat auch zwei Accounts gespielt. Ganze Zeit. Ja. Er hat sich auch an den Wochenenden den Wecker gestellt. Er hat auch gezockt, als er mit den Windpocken da hing. Ja, Sofort war immer aktiv gewesen. Und das sollte man auch würdigen. Und das sollte man auch schätzen. Ja, und nicht sagen, der soll sich auch mal anstrengen. Ja, weil da reagiere ich allergisch drauf. Da kann ich extrem sauer werden, wenn ich so eine Scheiße lesen muss, ja, was ich hier teilweise zu lesen bekam. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich war extrem sauer und ich bin immer noch extrem angepisst, ja, um es mal mit den Worten von Tetsuo zu sagen, wie er es da vorhin geschrieben hatte, weil er so angepisst war wegen dem schlechten Ergebnis, ja, in der Vergangenheit. So, weil wir erstmal irgendwie mich mal klarstellen, also für die Leute, die mich noch nicht kennen. Ich bin ein herzensguter Mensch, ja. Ja, das stimmt. Jeden Tag ist es. Aber ich glaube, ich habe schon mehrfach unter Beweis gestellt. Also das habe ich schon mehrfach unter Beweis gestellt. So wollte ich es eigentlich sagen. Aber eins sollte man nicht machen. Man sollte mich auf keinen Fall bis aufs Blut reizen. Ja, das kann ich dir. Das kann extrem bitter ausgehen. Ja. Ja? Und dabei ist es mir scheißegal, ob das jetzt ein Backtasch gewesen ist, ob es ein Tetsuo, ein Garden oder ein Brownie nervt ist oder whatever. Es ist mir völlig wurscht, ja. Ich habe es ja schon im Line-Chat geschrieben, dass ich ziemlich sauer war.
Zwei von den dreien haben sich wenigstens Gedanken gemacht, einer von ihnen nicht. Ja, das ist ja der Unfehlbare. Ja, tut so. Super. Cool, Skinner. Ja. Und ich denke mal, jetzt ist es an der Zeit zu handeln. Ja. Ja, weil ich möchte eins, möchte ich auf keinen Fall haben. Also ihr hebt die Community vor und so weiter. Und wie ist die Community zustande gekommen? Ja, mit den Fanboys, über die ihr so geurteilt habt. Über mich, über den ihr so geurteilt habt. Ja. So. Dass ich nicht konsequent genug wäre. Dass ich zu weich wäre. Dass ich zu lieb bin. Ja. Dann zeige ich euch jetzt mal, wie lieb und wie weich und wie konsequent ich sein kann. Ja. So, gehen wir mal in die Gilde rein. Das ist Gilde 1. Hm? So. Zwei von den dreien haben sich entschuldigt und ich weiß noch nicht so genau, wie ich mit den beiden umgehen soll. Der Zuo wird jetzt erstmal seinen Offiziersrang verlieren. So, Punkt 1. Und wie gesagt, es ist mir scheißegal, wie stark jemand ist in dem Spiel. Nach dem, was da gelaufen ist, habe ich kein Verständnis mehr dafür. Wieso ist der Name so? Ja. Ich weiß es nicht. So. Müsst ihr doch oben bei den Offizieren sein. Ja. Gucken wir nochmal durch. Oh mein Gott, das ist unser Offizier. So. Garden verliert jetzt seinen Offiziersrang. Und Brownie verliert seinen Offiziersrang. So. Ich weiß, ich habe mal über Tetsuo gesagt, für mich ist er der Olymp. Ja. Und ab dem Zeitpunkt wurde es sehr spannend. Tetsuo hat verschiedene Sachen gemacht, wo ich sage, die haben uns nicht wirklich geholfen, sondern die haben uns geschadet. Ja. Vielleicht kann sich der ein oder andere noch daran erinnern, wie es auf einmal losging mit dieser Line-App. Oh ja. Auf einmal, egal wann ich da reinging, ich habe nur noch gelesen in einer Tour, Line-App oder Kick, Line-App oder Kick, Line-App oder Kick, Line-App oder Kick. Das war nicht mit mir abgesprochen. Das hat er einfach so für sich entschieden, dass er das machen sollte. Dann gab es sogar mit Brownie. Brownie hatte dann gesagt, ja, sorry, aber das mache ich nicht mit. Ich lasse mich doch nicht dazu zwingen. Dann gehe ich lieber, ja. Dann meinte noch Dietronic, ja, dann gehe ich genauso. Wenn Herr Bausen geht, habe ich jetzt Brownie habe ich vorgesagt, ne? Ja. Nee, genau. Herr Bausen war es. Mit Herr Bausen gab es Zoff, ja, weil Herr Bausen gesagt hat, das mache ich nicht mit. Und dann meinte Dietronic, ja, wenn Herr Bausen geht, gehe ich auch. Und ich habe bald graue Haare, sind mir hier bald gewachsen, ne? Andere sind freiwillig gegangen, die dann gesagt haben, es wird mir zu militant hier das Ganze, ja. So, dann habe ich erst einmal zu dem Zeitpunkt musste ich schon Führung zeigen. So wie mir das ja hier geschrieben wurde, weil wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre damals schon der ganze Kram zusammengebrochen. Ja. So, dann habe ich erstmal Tetsuo ausgebremst. Dann waren verschiedene andere Sachen gewesen. Ne? Da war dann zum Beispiel, wo er in YouTube geschrieben hat, also sorry, aber der Herr Sofort nervt schon gewaltig mit seinem ganzen Reingequatsche. Ja. Diesen Kommentar habe ich zufälligerweise nur kurz gesehen. Und wieso? Hm? Und wieso? Weil er noch oben drin war in diesem Kommentarverlauf. Und ich habe mich gewundert, was ist denn das für ein komischer Kommentar? Und ich habe ihn nicht mehr gefunden.
So. Dann habe ich mir den Herrn sofort herbeigeholt und dann habe ich gemeint, hier, sag mal, was war denn da los? Und er meinte, man hat gemerkt, er war sehr, sehr irritiert gewesen und dann wusste nicht so richtig. Und dann habe ich gemeint, was war denn passiert? Wie, was, wo? Und dann ich meinte, ja, irgendwie, der Zoo, da war ein Kommentar gewesen über dich. Und dann hat er so ein bisschen rumgestottert und dann habe ich gemeint, hast du den Kommentar etwa gelöscht? Und dann sagt er, ja. Das hat ihn doch ziemlich verletzt, weil er auch vorher in einem anderen Video Tetsuo sehr gelobt hat, ihn hochgehoben hat, er hat zu ihm aufgesehen. Und dann darf er von ihm so einen Kommentar lesen. Da der Herr sofort nervt mit seinem ständigen Reingequatsche ganz gewaltig. Und wie gesagt, wenn es gegen meine Familie geht, Blut ist dicker als Wasser, werde ich eigentlich schon ziemlich sauer. Auch da habe ich mir noch gedacht, ich habe dann mit ihm nochmal drüber gesprochen, habe gesagt, pass auf, irgendwo ein Stück weit müssen wir da schon was machen. Also weil so ganz so toll ist es wirklich nicht. Ja? Also das musst du sowieso lernen für später. Gar nicht zu gehen. Ja, es ist einfach so. Man muss einfach lernen, miteinander zu kommunizieren und den anderen auch ausreden lassen. Und Respekt. Und Respekt haben. So. Der Respekt fehlte mir da gänzlich. Auch später dann noch. Also wenn ich dann solche Sachen gelesen habe, dass ich den gleichen Rotz spielen würde und so weiter und so fort und das ist nicht die Gilde, so wie ich sie mir vorstelle, so wie ich sie mir wünsche. Ja. Leistung, ja, ist ja schön, ist ja toll. Aber ich wünsche mir eine Gilde, die Respekt. respektiert und wo die Gemeinschaft zusammenwächst. Ja. Und nicht, wo, keine Ahnung, jeder meint, er muss hier raushauen, was er raushauen will. So, und vor allem, also ganz ehrlich, Leute, ja, ich habe hier teilweise da gesessen. Ich habe hier manchmal auch für Garden, ja, Garden war meistens nachts noch wach um 3 Uhr. Und wenn ich mitbekommen habe, der war dann noch wach, da habe ich auch schon für ihn extra Livestreams kurz gemacht. Ja. Also, um eben diese halbe Stunde zu erfüllen, habe ich ihn gefragt, hier Garden, soll ich für dich mal, komm, ich mache für dich einen Livestream, damit du Beschäftigung hast. Das gemacht. Ich habe morgens hab ich Livestreams gemacht für Leute, die krank waren, ja. Krank zu Hause, damit die auch. Ich habe Livestreams gemacht, um zu motivieren, um nochmal das Beste rauszuholen, vor allem dann, wenn es nochmal eng geworden ist, nochmal, dass vielleicht doch noch der ein oder andere es mitbekommt, ja, und mitmacht, ja, dass man es vielleicht doch nochmal rumreißen kann. Und dann kriege ich gesagt, ja, deine Videos sind zu lang, die Qualität wird schlechter oder sonst irgendwas. Ja, das ist. Und ich bin schuld. Also nicht das Spiel ist schuld daran, dass die Motivation down ist, sondern ich bin schuld daran, dass die Motivation weg ist. Ja? So, und dann denke ich mir, what the fuck? Ja? Und auf sowas, ehrlich gesagt, habe ich keinen Bock. Ja, und ich hoffe, dass ihr das genauso seht wie ich. Also guckt euch einfach nochmal die Kommentare an und überlegt, wie ihr selber urteilen würdet über das, was da gelaufen ist. Ja, weil für mich hat der Olymp, der ist rissig geworden. Ja. Und ganz los. Steter Tropfen höhlt den Stein. Ja. Und dieser Olymp, sage ich mal, der ist für mich ist der nicht mehr da, den reiße ich ein. Mit brachialer Gewalt. Weil ich lasse so, ich mag das nicht. Und Garden und Brownie, auch bei euch, ja, ihr seid echt, also ihr seid auf der einen Seite seid ihr so geil, ja, ehrlich, ich fand's super cool mit euch aber
So lasse ich nicht mit mir umgehen. Ja, und dann hinterher mit einer Entschuldigung zu kommen, vorher noch zu sagen, andere blasen mir Zucker in den Arsch und dann mit einer Entschuldigung zu kommen und dann zu sagen, oh, es tut mir aber leid, ich wusste aber nicht, dass ich dich damit verletze. Ich finde das krass, ja. So, und jeder, ich sag's jetzt mal, also ich mach's jetzt mal ganz knallhart. Ja. Jeder, der der Meinung ist, dass das richtig war, was die beiden, oder beziehungsweise die drei da so veranstaltet haben mit uns oder mit mir, ja, sollen doch weggehen. Bitte geht in irgendeine andere Gilde. Ich habe überhaupt kein Problem damit, auch mit hier in der Gilde mit Leuten zusammen zu sein, die nicht so stark sind. Ich habe diese ganze Gilde und dieses Leistungsprinzip hier nur eingeführt, um eben Leute wie Tetsuo halten zu können, damit die hier ihre Chance haben, nach vorne zu kommen, ja. Und dass man was zusammen erreichen kann und was reißen kann, ja, dass da, ja, aber unter den Voraussetzungen sollen die von mir aus gehen. Also ich will auch keinen mehr großartig ausbremsen. Ich weiß, dass Gaden Top 20 Spieler der Welt ist. Ja. Und das habe ich auch mehrfach hervorgehoben und habe das auch mehrfach gelobt. Das Dafür stimmt. bekomme ich in den Arsch getreten, ja. So, und ich weiß auch, dass Garden verdammt viel Geld investiert hat in das Spiel. Und auch in Tetsuo hat Geld in das Spiel investiert und so weiter, ja. Aber dann geht doch einfach in eine Gilde, wo ihr rein könnt. Ja, wenn es euch nur um Leistung geht und wenn ihr nur, was weiß ich, 16K-Leute bei euch haben wollt, dann geht in Diätheit. Ja. Nur da kommt Garden hin. Da kommt Garden wahrscheinlich rein. Ja. So. Nicht dazu. Aber dann braucht ihr nicht bei uns zu bleiben. Ja, und nochmal, also mal ganz ehrlich, ja, wir können keine Gilde mehr haben, die nur aus Gardens besteht. Die Leute, die so stark sind wie Garden, sind eben in diesen Diatite-Gilden. Deswegen ist die Gilde mit Abstand so stark. Ja. So. Und es kommt nicht mehr viel Starkes nach. Und man hat es auch, glaube ich, an diesem Rumble hier bereits gemerkt, dass auch Gilde 2 mit einer geringen Beteiligung und nicht gerade starken Spielern, ja, es trotzdem geschafft hat, so viele Punkte zu holen und so weit nach vorne zu kommen. Das zeigt mir nicht, wie ihr es denkt, dass es da irgendwie eine Regelung gibt von wegen, die Leute wo nur 10 aktiv sind, die spielen gegen Gilden, wo nur 10 aktiv sind. Das stimmt doch gar nicht. Das Ja. ist doch völliger Nonsens. Ja. Völliger Nonsens ist das, ja. Sondern Ja. es zeigt mir einfach nur, dass viele keinen Bock mehr haben oder was weiß ich nicht was und die Gilden langsam aussterben. Und es wird halt noch ein paar starke geben. Und es wird ein paar extrem starke geben, die nur aus diesen Pay-to-Win-Spielern bestehen. Und ganz ehrlich, wer von euch hat Bock, in das Spiel 1000 Euro zu investieren, um da nochmal jetzt in so eine Elite-Gilde reinkommen zu können? Außer Garden. Ja. Keiner von uns steckt 1000 Euro nochmal in dieses Spiel rein. Beziehungsweise hat schon reingesteckt. Trennt euch von dieser Illusion. Das ist völliger Quatsch. Absoluter Schwachsinn. Ja. Und aus dem Grund werden wir jetzt in Zukunft auch nicht mehr so viel stärker werden können. Ja, wir können noch versuchen aufzufüllen und wir können versuchen noch neue Leute zu finden und wir können probieren, wir können es ausprobieren. Wir werden vielleicht international schauen müssen, keine Ahnung, was weiß ich, whatever. Ja, aber wir werden nicht. Ganz ehrlich, wir werden nicht irgendwo, keine Ahnung, Top 25 werden können, weil die Top 25 einfach so brutal stark ist und da so viel Geld geflossen ist, dass wir das gar nicht mehr aufholen können. Schon gar nicht mit der neuen Congregate-Politik, wie das alles läuft. Ja. Also die Leute, die damit zufrieden sind, dass wir irgendwo, keine Ahnung, unter den Top 200 sind, ja, und die sagen, ja, es ist doch geil, ist doch in Ordnung. Wir waren mal viel, viel schlechter. Wir waren schon irgendwo hinter Platz 1000 gewesen.
Wir waren schon unter Platz 500. Ja. Ja. So, wir haben es einmal geschafft, auf Platz 75 zu kommen. Dann sind wir abgeschmiert, dann haben wir es jetzt auf Platz 188 nochmal geschafft. Ja. Ich habe hier, wie hieß diese Casual Friendly Gilde? Also, das ist auch eine der Elite-Gilden. Ja, und da habe ich, könnt ihr gerne mal in meinen YouTube-Kommentaren nachschauen. Da gibt es dann auch jemanden, der Rilo Zen. Und der ist aus dieser Casual Friendly Gilde. Und der meint zum Beispiel, dass die auch nur Platz 168 geworden sind, weil sie auch ein paar Matches so knapp verloren haben. So, dann habe ich ihn gefragt, ja, wie viele Leute waren denn bei euch aktiv? Und dann meinte er so, ja, in der Regel 45 und manchmal auch nur 41. Ja, so 40, 41. So, und dann habe ich gefragt, ja, wie seid ihr damit umgegangen? Dann hat er gesagt, ja, das war bei uns überhaupt kein Problem. Ich meinte, okay, bei uns gab es Stress dafür, ja. Also, ich finde es krass, wie hier teilweise mit mir umgegangen wurde und, ich denke mal, es sollte klar sein, spätestens jetzt sollte klar sein, dass das Ganze so mit mir nicht zu machen ist. Und tja, ich sag's mal so, ich muss jetzt versuchen, hier Ruhe reinzubekommen in den ganzen Laden. Es ist jetzt hopp oder top, entweder die Gilden gehen alle komplett den Bach runter oder ihr versteht einigermaßen, dass ich so das nicht weitermachen werde. Und jetzt wird es noch eine Entscheidung geben, weil ich denke mal, dass sich hier bestimmte Wege einfach trennen müssen. Ich weiß, dass du extrem viel für uns in der Vergangenheit gemacht hast. Ich weiß es auch zu schätzen. Aber ich muss hier auf jeden Fall jetzt mal ein Zeichen setzen, dass das so mit mir nicht umgegangen wird. Und Garden und Brownie haben sich wenigstens entschuldigt dafür, für die Sachen, die da gelaufen sind. Wobei ich sagen muss, dass ich nach wie vor extrem, extrem sauer bin. Und am liebsten, also wenn die Entschuldigung nicht gekommen wäre, wären alle drei geflogen. Ganz klar. Es wären alle drei raus gewesen. Wäre mir gar keine Träne übergelaufen. Ja. Ich sag jetzt, Tetsuo, tut mir leid, aber es muss hier was passieren. Ja. So. Und jetzt sage ich mal, wenn wir mal schauen, wie es weitergeht. Und wir gucken mal. Ich werde dann noch in Gilde 2 Platz schaffen, Einladungen machen und so weiter. Aber das muss jetzt einfach sein. Euch, für diejenigen, die es, ich hoffe, dass ihr es versteht oder auch nicht versteht, wie gesagt, ich kann das so nicht auf mir sitzen lassen, wie das Ganze gelaufen ist. Und deswegen war das für mich notwendig. Macht's gut, bis dann und tschüss.